Sebastian, du hast es natürlich mittlerweile dir mit Sicherheit nochmal angeguckt. Fangen wir mal an mit der ersten gelben Karte in der 30. Minute. Hast du das gesehen? Nee, Das die habe ich Foul? tatsächlich nicht gesehen, habe sie auch nicht mehr angeguckt. Aber so, ich Okay. habe, das ist ja auch mal ganz gut, wenn man es nicht selber gesehen hat, sondern nur so die Stimmen um sich rum mitbekommt. Da sagen alle, Ball zu weit vorgelegt, blöde Aktion, aber klar gelb. Das Hauptproblem in dem Moment war, dass Massimo, der, wir haben es glaube ich vorhin schon angesprochen, so ein bisschen enttäuscht in diesem Spiel, einfach nicht in die Tiefe gegangen ist. Also er hatte Platz vor sich, er hatte Wiese vor sich und ich dachte die ganze Zeit, warum läuft der denn jetzt nicht? Und der Bartschuber läuft mit dem Ball und wartet im Endeffekt, dass Massimo anspielbar ist. Und Massimo läuft einfach nicht die Linien lang, setzt nicht zum Sprint an, steht aber auch nicht frei. Also er hätte jetzt auch nicht irgendwie mit einem 4-5 Meter Pass angespielt werden können, hat sich da einfach ungeschickt verhalten und das führte halt dazu, dass Holger Badstuber aber irgendwann nicht mehr konnte und dann den Ball, wie du richtig mitbekommen hast, sich zu weit vorgelegt hat und dann halt in typischer Badstuber-Manier mal so eine fette Grätsche ausgepackt hat. Ich glaube, das war mehr Frust über Massimo, den er da Vermutlich, entladen ja. wollte, ja, und Und dann musste dann der erste, der Van der Berg, dann genau, ausbaden, ja. richtig, der Aus kriegt das Ding Badstubern, ab. ja. Völlig okay, die gelbe Karte. Gibt's keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Die zweite gelbe Karte war schon etwas Diskussions- oder da könnte man ein bisschen länger drüber diskutieren, so ist es richtig. Da war es so, dass Bartschuber seinem Gegenspieler, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war, war es Serra, ich weiß es nicht mehr genau, ist auch wurscht, auf jeden Fall auf den Fuß gestiegen ist und dann anschließend ihn auch noch am Trikot gehalten hat. So, der Schiedsrichter hat das Ganze als taktisches Foul ausgelegt und hat ihm gelb-rot gegeben. Es war erst sein zweites Foul, muss man dazu sagen, aber es war aus meiner Sicht eine nachvollziehbare gelb-rote Karte, weil das halt auch wieder so eine relativ dumme Aktion ist, wenn du gelb vorbelastet bist und weißt, das Trikot ziehen und taktisches Foul dann natürlich eine gelbe Karte zur Folge haben, da musst du dich in dem Moment etwas cleverer anstellen. Und das hat er nicht getan und ist aus meiner Sicht hier zu Recht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Genau, das habe ich gesehen tatsächlich, weil ich habe dann die Push-Meldung vom Kicker bekommen, Platzverweis in Stuttgart, Holger Badstuber, gelb-rot. Und da dachte ich mir, na gut, wenn der Stream halt immer irgendwie so eine Minute hinterher ist, dann mal schnell rein, dann habe ich es noch gesehen und dachte im ersten Moment, hey, komplette Fehlentscheidung. Aber dann, wenn du es dir in der Zeitlupe anguckst, er hängt halt ihm ewig lange, also nicht nur in der Zeitlupe ewig lang, sondern auch in der Realität ewig lange am Trikot. Und das ja während der Kieler ja Richtung Kieler Tor läuft. Er läuft ja quasi in die andere Richtung, und er hält ihn und hält ihn und hält ihn. Und ja, es waren dann zwei gelbwürdige Fouls und er hat es dann für zwei Fouls zwei gelbe Karten bekommen. Und wie ich heute auch dann schon geschrieben habe, man kann diese Linie fahren, aber dann wird man sich halt, oder wünsche ich mir, dass halt alle Schiedsrichter, die in der zweiten Liga pfeifen, diese Linie fahren und dass dann halt auch Spieler vielleicht dann von Greuther Fürth auch relativ schnell dann gelb-rot sehen, zum Beispiel, wenn sie in Stuttgart halt irgendwie alle umtreten. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen finde das, ich bin ja emotionslos, was die Gelb-Rote angeht für Bartstuber. Das kann man schon machen. Und in dem Spiel war es ja dann auch konsequent, wie er gepfiffen hat. Aber ist halt die Frage, kriegt man jemals irgendwie eine einheitliche Linie hin? Weil in anderen Spielen können die Spieler sich dann halt die Beine irgendwie blau und grün und lila treten. Und in anderen Spielen kriegst du halt dann für zwei Fouls dann zwei gelbe Karten und fliegst vom Platz. Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, aber ja, also wenn man sich die beiden Szenen so singulär anguckt, dann ja, gelb-rot kann man schon machen. Ich habe es für mich so bewertet, in dem Moment, als der Schiedsrichter gelb-rot gegeben hat, war eigentlich das Spiel, oder es war eigentlich komplett über die 90 Minuten sehr fair. Also es war jetzt nicht irgendwie eine harte Partie, dass man unbedingt mal ja, ein Zeichen setzen musste und jemanden vom Platz stellen oder eben eine gelbe Karte geben musste. Deswegen hier hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn er gesagt hätte, Junge, noch eine Aktion, dann ist heute Feierabend und so dem Trainer die Möglichkeit gibt, den Spieler runterzunehmen. Ich glaube, das hätte ich jetzt hier begrüßt, aber wie gesagt, rein vom Regelwerk her ist es schon in Ordnung, wie er es gemacht hat, aber ich gebe dir natürlich recht, wir haben das Spiel gegen Fürth miterlebt und da lief es halt komplett anders. Ja? Also du hast es ja gerade gut erklärt, da gab es halt keine Konsequenzen für Seguin oder andere Spieler, die da ziemlich ins Mett gehauen haben. Und das nervt mich natürlich auch so ein bisschen. Ich hoffe halt, dass sich das auf Dauer dann mal irgendwann wieder ausgleicht. Normal ist es ja auch so. Ja, Klos ist ziemlich schnell vom Platz geflogen. Jetzt ist Genau, ich wollte gerade sagen, Bartstuber. das wäre Ja. ja 1:1-Situation von Fabian Klos, ne, Ja. beim Spiel in Bielefeld, als der meckert einmal und dann geht er noch einmal mit dem Ellenbogen in den Zweikampf. Ja, man kann beide Male gelb geben. Man kann aber auch sagen, hey, noch eine Aktion und du bist draußen. Ja, und du wurdest eine harte Linie gefahren in Bielefeld für
den VfB, jetzt gegen den VfB. Ja, und deswegen tue ich mich da auch relativ schwer, mich da zu echauffieren. Ist halt so. Ja. Und ich bin der Meinung halt, dass, wie gesagt, ein VfB mit dem Kader eigentlich auch zu 10 gegen 11 Kieler mehr als 0 Punkte holen könnte. Ja, absolut. Es stand ja auch noch 0-0, als Badstuber vom Platz geschmissen wurde. Eben, ja, das ist das Ding, ne? Also nicht so, du liegst zurück und dann fliegt noch einer runter und denkst, hey, wie soll man jetzt einen Rückstand aufholen mit nur 10 Mann? Nee, es steht 0-0, also hast du noch alle Chancen. Und das meine ich auch mit dem Vergleich dann zum ersten Saisonspiel gegen Hannover. Klar, da lagen wir schon in Führung, aber trotzdem, das war echt so ein Moment, hey, dann, ja, dann schmeißt du den Avuca runter. Das ist halt eine komplette Fehlentscheidung, aber da stehen wir zusammen und jetzt erst recht halt. Ne? Und dieses, was ich so mitbekommen habe, dieses jetzt erst recht, das habe ich irgendwie am Sonntag nicht so verspürt. Nee, war auch absolut nicht da. Aber so einfach lasse ich den Badstuber noch nicht hier vom Haken. Nee, ich finde, Holger Badstuber hat relativ deutlich gemacht, was er von sich für einen Anspruch hat oder was er an sich für einen Anspruch hat und auch an seinen Mannschaftskollegen, nicht zuletzt im Rasenfunk-Interview vor einer Woche. Ich finde, dass dann ein Spieler, so wie er, sich da einfach geschickter anstellen muss. Also solche Aussetzer kann ich einem Holger Badstuber, das klingt jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, aber die kann ich ihm einfach nicht mehr durchgehen lassen. Das geht nicht. Da muss er einfach cleverer sein, sich besser positionieren oder einfach ja die richtigen Mittel suchen, die er in dem Moment anwenden kann, um halt eben keine gelb-rote Karte zu bekommen. Also aus meiner Sicht hat Badstuber hier der Mannschaft massiv geschadet. Und ich glaube, Tim Walter hat das heute im Pressegespräch am Montag ähnlich formuliert. Der hat, glaube ich, gesagt, er hat uns damit einen Bärendienst erwiesen oder so. Ein Bein gestellt. Ein Bein gestellt. Relativ schön. Also ja. Eine ganz nette Äußerung von Tim Walter. Ja. Ja, und es stimmt auch. Es ist halt einfach absolut richtig. Ja, also du hast sowieso schon so ein schweres Spiel. Tiefstehender Gegner, muss irgendwie die Bude da reinmachen und es fällt dir nicht so besonders leicht. Das Publikum auch schon etwas unruhig. Ja, das ging ja schon in der 30. Minute los. Also bei mir, Gott sei Dank, ging's diesmal. Ich habe mich wieder für meinen alten Dauerkartenplatz entschieden. Im schwierigen Umfeld. Ja, es war weiterhin schwierig, aber nicht ganz so extrem wie vor 2 Wochen. Okay. Also ja, es war natürlich immer noch Haupttribünenpublikum und es ging da auch schon ab der 20. Minute los, dass das alles nur eine Katastrophe ist, was die da spielen. Aber auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber so ganz schlimm wie letzte Woche wurde es Gott sei Dank nicht. Nichtsdestotrotz fehlte eigentlich ja, genau dieser Zusammenhalt, den du ja jetzt schon mehrfach angesprochen hast bei Avucas gelb-roter Karte, fehlte hier auch. Also diese Verbundenheit zwischen Mannschaft und Zuschauer in solchen Situationen zusammenzuhalten und jetzt erst recht, das fehlte auch ein Stück weit. Was nicht bedeuten soll, dass die Zuschauer schuld sind, dass der VfB jetzt ein paar Minuten später das Gegentor bekommt. Das meine ich damit nicht. Aber Holger Badstuber hat sich in diesem Moment wahnsinnig dämlich verhalten und hat es dann einfach mal durchgezogen, als er den Platz nämlich verlassen hat. Und die Schiedsrichter beleidigt hat. Ich sage jetzt bewusst die Schiedsrichter, weil ich weiß nicht genau, wen er jetzt angesprochen hat mit seiner dämlichen Äußerung. Und es ist mir letzten Endes auch egal, ob er jetzt einen Linienrichter gemeint hat, den vierten Offiziellen oder wen auch immer. Es war halt eine saudumme Äußerung zu diesem Zeitpunkt. Er beleidigt da, wie gesagt, die Schiedsrichter und schadet der Mannschaft sozusagen nochmal. Und also, da fällt mir dann nichts mehr ein. Also da erwarte ich von einem Spieler seines Formats einfach mehr. Ja, da musst du dich besser im Griff haben, auch wenn man sagen kann, auf dem Platz, da kochen die Emotionen hoch und der Holger ist ein Hitzkopf, alles richtig. Aber in dem Moment geht das nicht. Kein Verständnis. Aber er ist ja kein Hitzkopf, das ist ja das Ding. Also er ist jetzt ja schon echt lange, lange dabei. Und wir kennen ihn ja auch schon irgendwie bei den Bayern und jetzt dann auf Schalke kurz und bei uns seit mehr als 10 Jahren. Und er ist ja alles nur kein Hitzkopf. Und ich finde, du kannst halt einem Innenverteidiger wie Holger Badstuber, der dann 30 Jahre alt ist, echt alles vorwerfen. Also mangelndes Tempo und mangelnde Einsatzbereitschaft und dass er mit dem Kopf vielleicht schon bei einem anderen Verein ist. Das ist ja alles okay. Aber wenn du ihm mangelnde Cleverness vorwerfen muss, das ist halt irgendwie schwierig, ne? Und da musst du einfach runtergehen und den Mund halten, weil er schadet ja einfach dem Verein. In dem Fall ist auch völlig egal, ob er jetzt die Schiedsrichter ja, also jetzt. Nee, wir können ja sagen, ob sie jetzt Muschi nennen. Füge 3 oder 4 beliebige Schimpfworte aneinander. Ja. Es ist völlig egal, aber er schadet damit sich, er schadet vor allem dem Verein. Und das sollte ihm halt nicht passieren. Jemanden, der Champions League gespielt hat, der Nationalmannschaft gespielt hat, das ist halt einfach schwierig. Also, aber das zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, dass er sehr, wenn man es jetzt positiv auslegen will, dass er sehr involviert ist, wie es dem VfB geht und dass er nicht dann sagt, ja gut, dann gehe ich halt runter und ist mir egal, sondern er ja ist da schon sehr, sehr mit dabei, aber das sollte einem wie ihm halt wirklich nicht passieren.
Holger ist halt der typische Bruttler, können wir fast schon sagen. Also eigentlich passt absolut, er perfekt zu diesem Verein. Und ich glaube, der hat sich da halt tierisch über sich selber aufgeregt, wusste nicht, wohin mit dem Frust und lässt den halt am Schiedsrichter aus. Ja, du und siehst doch mal, der regt sich über sich auf, er regt sich über seine Mitspieler auf, sein Signature-Move ist ja der nach unten hängende, schüttelnde Kopf. Ich finde das total großartig, weil so einen brauchst du ja, ne? Der sagt, hey, das war scheiße, wir müssen das besser machen. Und in dem Fall konnte er es dann vielleicht nicht anders kanalisieren, als in einer Beschimpfung gegen das Schiedsrichterteam. Das macht's nicht besser, vielleicht ein Stück weit verständlicher. Aber es sollte ihm nicht passieren. So jemand brauchst du. Aber ich finde, wenn Holger Badstuber in 90 Minuten oder jetzt waren es ja nicht ganz 90, wie lang war es? 53, genau. Mhm. 53 Minuten nur ein Drittel seiner Zweikämpfe gewinnt und mit einer jungen Mannschaft da auf dem Platz steht, finde ich, fängt es da schon für mich an, dass man einfach als Vorbild ein bisschen vorangeht und nicht eben den Kopf immer nach unten senkt und hin und her schüttelt. Da kann man 10-mal sagen, so ist der Holger, aber das überträgt sich vielleicht doch auf jüngere Spieler wie ein Roberto Massimo. Und wenn der halt nach 20 Minuten von Holger Badstuber erstmal zusammen gepfiffen wird, was er denn für ein Rindvieh sei, dass er da nicht vorläuft, ja, dann überlegt er sich bei der nächsten Aktion 2-mal, was er jetzt macht. Also es ist halt einfach so. Und es war ja nicht nur Massimo, der von Holger da zusammengeschissen wurde. Und wie gesagt, ich finde das ja an sich gut, dass es so einen Spieler gibt. Du hast es gerade eben auch erklärt. Aber es gibt natürlich dann auch Phasen im Spiel, da muss dieser Spieler selber seine Leistung bringen und ein Stück weit das rechtfertigen, was er da auf dem Platz versucht zu verkörpern, ja. Und das fehlte mir in dem Spiel zum Beispiel komplett. Das, was ich bei Badstuber in den letzten Partien immer wieder gelobt habe, diese Übersicht, diese Ruhe, auch in stressigen Situationen, hat er in diesem Spiel, finde ich, nicht so ausgestrahlt wie eben zuletzt oder wie zuletzt. Und dann noch mit diesem Abgang, ja, das ist natürlich dann auch wieder so ein Moment, wo du dir die Frage stellen musst, ob das ein Mannschaftslieder sein kann, der so vom Platz geht. Also finde ich schwierig. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das möchte ich auch unbedingt noch loswerden. Und du hast es, glaube ich, auch schon gesagt. Mir ist es egal, ob er jetzt hier das Schimpfwort Muschi benutzt oder Hund oder Vollidiot oder was auch immer. Darum geht es mir gar nicht. Ich führe hier keine Sexismusdebatte. Da bin ich auch absolut der Falsche für. Aber du kannst nicht vom Platz gehen und den Schiedsrichter beleidigen. Das weiß ich in der Kreisliga und das erwarte ich von einem Bundesligaspieler mit dem Anspruch, Champions League zu spielen, schon dreimal. Und sorry, dass ich darauf rumreite, er hat es ja schließlich damals gesagt, jetzt muss er halt auch damit leben, dass es immer wieder rausgeholt wird, dass er gerne Champions League spielen würde, was auch okay ist. Wir haben ja die gelb-rote Karte von Holger Badstuber mit der gelb-roten Karte für Fabian Klos verglichen, der ist sogar Kapitän bei der Arminia. Der ging runter, fühlte sich vermutlich genauso ungerecht behandelt wie Holger Badstuber gestern und ja, der ging halt runter, ne? Und dann hat halt sein Einspielsperre abgesessen, ist jetzt wieder am Start und Holger Badstuber wird jetzt wahrscheinlich doch relativ lange oder länger ausfallen und das ist halt nicht gut. Also und das sollte einem Mann seiner Klasse und seiner Erfahrung eigentlich nicht passieren. Der DFB hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen Holger Badstuber, also da wird definitiv was kommen. Wie viele Spiele bleibt abzuwarten, aber ich vermute mal unter 3 wird er da nicht rauskommen. Und dann noch die gelb-rote Karte mit dazu. Das heißt, der wird uns jetzt erstmal 4 Spiele mindestens fehlen, ist meine Vermutung. Dann soll es vielleicht auch noch vereinsinterne Geldstrafe geben. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Der Dennis braucht nämlich noch Geld. Also wenn jemand sich da hervortun will, Herr Badstuber, verdoppeln Sie doch einfach Ihre Strafe und überweisen Sie den Rest an den Dennis. Der würde sich sehr, sehr freuen, wenn er relativ schnell bei seinen 110.000 Euro ist. Aber gut. Ja, also vereinsintern wird da vermutlich auch noch was kommen. Was mich auch noch interessiert, wie siehst du die Äußerungen seiner Mitspieler nach dem Spiel? Also Mario Gomez, der zum Beispiel gesagt hat, falls das Wort gefallen ist, also Muschi, wäre es unnötig. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Natürlich macht man das nicht und er würde es wahrscheinlich auch nicht wieder machen. In der Situation ist das aber ein Stück weit Fußballdeutsch. In der Emotion auf dem Fußballplatz fallen noch ganz andere Wörter. Also das hat man jetzt von mehreren Spielern so gehört, dass man das Ganze nicht zu stark aufbauschen sollte. Das passiert halt mal und damit müsste man leben. Also auch Sven Mislintat hat sich in diese Richtung geäußert. Was ist unsere Meinung dazu? Schwieriges Thema. Total schwieriges Thema. Und ich meine, Holger Badstuber kriegt nach 2 Fouls die gelb-rote Karte und geht vom Platz und hat definitiv eine Meinung. Und was er sagen möchte oder was er dem Schiedsrichterteam mitgeben möchte, ist,
ihr pfeift mittlerweile viel zu kleinlich oder ihr gebt für jeden kleinen Körperkontakt eine gelbe Karte. So, das möchte er sagen. Dass er es natürlich mit Puls 170 und Adrenalin bis zur Schädeldecke dann nicht hinbekommt, das klar zu artikulieren, sondern irgendwie versucht oder das dann irgendwie komplett runterbricht auf diese Äußerung. Ich habe da ein Stück weit Verständnis für. Das macht es natürlich nicht besser. Und dass die Stadionmikrofone das alles aufzeichnen und in die Welt rausstrahlen, macht es noch viel weniger besser. Das macht es halt eher noch viel schlimmer. Insofern muss man sagen, da gab es ja heute, du hast es mal auf Twitter gepostet, von der Zeitung, die wir nicht nennen, eine Umfrage, ist das normales Fußballdeutsch oder muss das bestraft werden? Und es haben, glaube ich, bei der Zeitung mit den Buchstaben, glaube ich, über 80% gesagt, das ist normales Fußballdeutsch. Mhm. 86%. Genau, und ich würde sagen, ja, das ist normales Fußballdeutsch, aber es sollte trotzdem bestraft werden, weil es ist halt schwierig, das den Leuten irgendwie dann rauszubekommen, aber es geht halt nicht. Und ich bin dabei dir, also in dem Fall ist es eigentlich völlig egal, wie er irgendwie die Schiedsrichter tituliert. Er meint es als Beleidigung und das muss sanktioniert werden. Und er sollte einfach clever genug zu sein, um einfach ohne die Lippen zu öffnen, vom Platz zu gehen und sagen, okay, das war vielleicht irgendwie nicht so die allercleverste Aktion, ich nehme das Spiel Sperre, bin dann im Pokal gegen den HSV vielleicht wieder dabei, und so eine Äußerung darf nicht sein, sollte nicht sein, er schadet sich, er schadet dem VfB, ja, und damit ist eigentlich auch genug gesagt, aber da jetzt irgendwie so eine Generaldebatte aufzumachen, das ist mir dann auch zu viel einfach. Ja, das kam bei meiner Ausführung noch ein bisschen zu kurz. Er schadet nicht nur der Mannschaft und sich selber, sondern dem Verein an sich. Das stimmt auch. Also das kam bei mir jetzt so ein bisschen zu kurz. Das muss nicht sein. Da hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Spieler, der das Trikot mit dem Brustring tragen darf. Ja, also das sollte man in der Stelle nicht unterbringen. Das Schiedsrichterteam wird halt nicht beschimpft. Also das ist ja ganz grundsätzlich so. Und es war jetzt ja auch keine krasse Fehlentscheidung. Ne? Also er baut halt zweimal Scheiße. Und man kann dann bei der zweiten Aktion sagen, irgendwie Herr Bartstuber, nächstes Mal und noch einmal, Sie sind draußen. Nee, er gibt ihm halt gleich gelb-rot. Das muss man halt akzeptieren. Und klar ist es in der Situation schwierig, das zu akzeptieren. Aber so im Nachhinein, es ist halt keine krasse Fehlentscheidung. Da haben wir im Laufe der noch jungen Saison echt schlimmere Entscheidungen gesehen. Das kann man machen, das war okay. Und und er ist halt irgendwie kein junger Kerl, der dann seine Gäule nicht im Zaum hat, sagt man das so? Keine Ahnung. Da muss er irgendwie cooler bleiben. Absolut. Und damit ist das Thema von unserer Seite auch abgearbeitet. Ja. Und wir hoffen einfach, dass die Sperre nicht allzu lange ausfallen wird. Aber also ich rechne schon damit, dass es 3 Spiele werden. Ich glaube, es gab mal einen Fall mit Marika, der den Schiedsrichter als Arschloch bezeichnet hat, oder war es Ganea, und dafür 3 Spiele gesperrt wurde. Ja, genau weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, aber lässt sich bestimmt herausfinden. Und ich denke mal, in einem ähnlichen Rahmen dürfte sich Holger Badstuber auch bewegen. Bin mal gespannt, wie das dann sanktioniert wird vom DFB, aber da wird was kommen. Ich bin mal relativ gespannt, weil ja halt eigentlich der Wortlaut an sich ja keine Beleidigung ist halt, ne? Also du bezeichnest das Schiedsrichterteam als flauschiges Kätzchen. Ja, also ich bin mal gespannt, also wie der DFB oder die DFL dann da irgendwie auch argumentiert. Ja, ich meine, wenn ich jetzt jemanden oder zu jemandem Schwein sage, dann könnt ihr jetzt auch sagen, ja gut, das ist halt einfach ein Haustier beziehungsweise ein Nutzvieh. Also ist jetzt, weißt du, ich meine, also das könntest du jetzt auch argumentieren. Also hier ist es klar, ich meine, du musst jetzt halt nachweisen, rein rechtlich gesehen müsste Holger Badstuber jetzt nachweisen, dass der Schiedsrichter tatsächlich eine Muschi ist. Dann kommt er damit, glaube ich, durch. Ansonsten gilt es halt als Beleidigung.